Das muss ja wegnen, damit wir weiterkommen. Ach so, wollen wir das da raussägen? Weil Kamin ist ja heilen. Lilienthal kurz vor Bremen. Das Haus von Deiner Kuniger-Wendel ist unbewohnbar. Ja, das muss alles weg und alles raus. Und das muss eingelagert werden. Und ja, erstmal alles weg. Weil wie ihr seht, das ist alles noch ganz nass, ganz unten. Der ganze Boden ist nass. Nach tagelangem Dauerregen traten die Flüsse in Niedersachsen nach Weihnachten über die Ufer. Das schlimmste Hochwasser der letzten Jahrzehnte hat Schäden in Millionenhöhe verursacht. Erst jetzt werden in ganz Niedersachsen alle Folgen sichtbar. Natürlich, das tut alles weh, die ganze Situation tut weh, aber ich darf mir das erstmal nicht erlauben, darüber so viel nachzudenken, weil dann breche ich zusammen anscheinend. Genau, der Tisch ist auch hin, der muss auch raus. In der noch vor kurzem überschwemmten Straße in Lilienthal hilft jeder jedem. Als die Fluten kamen, wurden hier alle evakuiert. Deiner Kuniger-Wendel wohnt bei Freunden. Ich kann keine Wassergeräusche mehr ertragen. Heute Nacht hat es geregnet und ich schlafe direkt unter dem Dachbodenfenster. Also ich bin fast die ganze Nacht wach gewesen, weil es einfach dieses Wassergeräusch. Ich kann das nicht, das macht mich so fertig. Straße und Häuser seien vollgelaufen wie eine Badewanne, sagen die Bewohner. Bei Deiner Kuniger-Wendel kam das Wasser durch jede Ritze. Links neben ihrem Haus leben Tobias Willing und Magdalena Hake. Auch hier hat das Wasser im Erdgeschoss fast alle Möbel zerstört. Verschont blieb nur die Küche. Ein Gutachter hat inzwischen das Haus untersucht. Das Ergebnis, eine Sanierung sei sehr teuer. Noch ist es nicht sicher, ob die Versicherung für die Elementarschäden zahlt, denn das Haus steht in einem Hochwassergebiet. Das junge Paar lebt hier erst seit 2 Jahren. 500.000 Euro hat das Haus gekostet. Ein Niedrigenergiehaus auf Holzständern gebaut. Das Wasser ist hier unter dem Estrich, das heißt, es muss hier alles rausgerissen werden, die Fußbodenheizung, wirklich alles. Und bei uns ist es so, dass hier so eine Art Platte ist, dann ist hier so eine Dämmung zwischen und dann kommt wieder eine Platte. Und das ist hier reingelaufen und man sieht das. Man weiß noch gar nicht, was hier los ist. Es steht immer noch Wasser im Haus, also in den Wänden hier. Und wenn das jetzt weiter hochzieht, die Feuchtigkeit, ich weiß gar nicht wissen, was dann passiert. Wir konnten das erst gar nicht glauben, dass hier erstmal alles rausgerissen werden muss, eine neue Fußbodenheizung und alles. Wir hoffen immer noch, dass es saniert werden kann. Auf den Feldern rund um Lilienthal steht Ende Januar immer noch das Wasser. Direkt am Ortsrand liegt der Reiterhof von Iris Borchers. Ihr Hof wurde komplett von den Wassermassen überflutet. 73 Pferde mussten sie evakuieren. Nachts. Geschafft. An manchen Stellen stand das Wasser fast 1,5 Meter hoch. Also ich glaube, wir haben 600 oder 700 Sandsäcke ja gemacht, vor den ganzen Gebäuden und so. Aber das hat gar nichts gebracht. Auch bei meiner Mutter vor die Tür haben wir so 3 Lagen hoch oder so. Das lief trotzdem rein. Iris Borchers betreibt den Hof gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrem Lebensgefährten. Sie hat eine kleine Zucht, Pensionspferde und gibt Reitstunden. Doch wann hier wieder Pferde stehen und die Reithalle wieder in Betrieb gehen kann, ist noch völlig unklar. Ja, hier schwimmen alles Mögliche drin. Hier Futtermittel und hier noch Äpfel und so weiter. Also das muss irgendwie von da hinten hier ganz durchgeschwommen sein und dann hier gelandet sein, sozusagen. Bis kurz vor Weihnachten hatten Iris Borchers Schülerinnen und Schüler hier Reitunterricht. Ja, man sieht ganz, ganz gut hier, so hoch war das Wasser, also praktisch hierher. Anfang Januar, als diese Bilder entstehen, gleicht die Halle einem Schwimmbad. Der Hof liegt in einer Senke, das Wasser kam von allen Seiten. Mitten in der Nacht haben sie gemeinsam mit THW und Feuerwehr alle Pferde gerettet. Doch die Tiere sollen so schnell es geht zurück. Iris Borchers braucht die Einnahmen des Betriebs. Was wirklich schlimm ist, also für mich jetzt persönlich, ist, dass der Stall so tot ist. So leer und tot und keine Pferde da sind, so still.
So, sonst ist ja immer der eine klopft, der nächste frisst, der nächste wiehert. Also es ist ja irgendwie immer Leben im Stall, wenn Pferde da sind halt. Und wir hatten ja immer Pferde hier stehen. Und wenn man jetzt so den ganzen Tag oder so, auch wie gestern Abend, dann wird es dunkel. Und A, kann man kein Licht anmachen und B, ist es tot. Also es ist Totenstille. Das ist total beängstigend. Hagengrinden bei Langwedel, Landkreis Verden. Der Ort liegt zwischen Weser und Weser-Schleusenkanal. Heute ist das ganze Dorf zum Hof der zweiten Bürgermeisterin Hella Bachmann gekommen, zur Müllsammelaktion. Dann guck mal. So, ich gebe euch Müllsäcke mit. Und dann könnt ihr die einfach an der Straße ablegen. Ja. Und die anderen kommen dann und holen die ab. Wollen wir noch mit dem Dreier? Nein. Auch Biolandwirt Heinrich Blome ist mit seinen Töchtern dabei. Steht noch. Moin! Moin! Hi! Na, ihr habt ja den ersten Müll schon mit. Ja. Hi. Hallo. Na, wir waren schon mal fleißig. Hello. Ja, super. Hallo. Hi. Ja, gut, ja, dass ihr da seid. Die ersten sind schon Richtung Ziegeleiweg, ja, und auf dem Acker. Die ziehen da schon die Paletten aus den Hecken und so weiter. Ja, die Flächen müssen dann ja sauber sein, wenn wir neu ansehen müssen. Das ist ja, das meiste ist ja durchs Hochwasser abgesoffen. Das sind die meisten Herbstansaaten. Der Müll hängt jetzt in den Hecken oder in den Gräben. Und erstmal ist das nicht schön. Wir haben schon gemerkt, dass der sich auch vermehrt. Der ein oder andere Schlingel stellt auch was daneben. Und wir wollen natürlich die Hecken und unsere Landschaft sauber haben, vor allem für die Brut- und Setzzeit, wenn die Tiere dann ihre Jungen zur Welt bringen. Vor allem vom nahegelegenen Campingplatz, aber auch aus Gärten und Höfen hat sich Treibgut auf den Feldern verteilt. Hagengrinden ist Hochwassergebiet, doch die meisten Höfe sind höher gelegen, blieben verschont. Wege und Felder standen aber komplett unter Wasser, bildeten eine riesige Seenlandschaft. Ja, hier liegt ja was. Auch die Äcker von Biolandwirt Heinrich Blome waren überflutet. Ja. Dann wollen wir uns mal ins Vergnügen stürzen. Roggen, Weizen und Winterraps hatte er im Herbst ausgesät, für die Ernte im kommenden Sommer. Ganz hervorragendes Material. Also wir müssen etliches neu bestellen. Wir haben ja einen Biobetrieb und ja, das ist das Saatgut natürlich auch extrem teuer. Und ja, wir wir gehen von einem höheren fünfstelligen Betrag aus, dass wir einen Schaden haben. Laut Landesbauernverband Niedersachsen waren insgesamt mehrere hunderttausend Hektar Acker und Grünland überschwemmt. Das sieht eher so aus, als wenn das mal eine Hütte war vom Campingplatz. Noch Kilometer von der Weser entfernt finden sich Spuren. Natürlich. Das haben wir aber öfter, wenn Hochwasser ist. Also wir wohnen hier in der Nachbarschaft. Und das heißt, gut, diese Menge hatten wir sonst die Jahre nicht, aber es ist schon ärgerlich. Ja. Doch nicht nur Müll liegt in den Hecken. Das Hochwasser hat auch Tieren das Leben gekostet. Seitdem das Hochwasser Lilienthal getroffen hat, arbeitet die örtliche Freiwilligenagentur fast rund um die Uhr. Der Verein organisiert Notunterkünfte und Sachspenden, ehrenamtlich. Und wie viele Anfragen hast du noch? Oh, viele. 6, 7, 8, 9, 10 und eine von heute habe ich noch nicht mit aufgeschrieben. Das Team vermittelt normalerweise Nachhilfekräfte oder unterstützt Sportvereine. Jetzt leistet es Soforthilfe. Aktuell brauchen Regine Moll und ihre Kolleginnen Bautrockner für die Häuser im Überschwemmungsgebiet. Es ist teilweise wirklich extrem schwer zu ertragen, weil Leute sehr viel weinen. Das nimmt mich total mit. Also ich habe viele Nächte auch wirklich schlecht geschlafen, weil man das einfach in einer Form mitkriegt, die wir so auch nicht gewohnt sind. Ja, wir können ja auch hier die Firmen nochmal abtelefonieren, ob da noch jemand dabei ist, der uns Bautrockner zur Verfügung stellen kann. Regine Moll hat einen Hilferuf in den sozialen Medien veröffentlicht. In den Baumärkten vor Ort gibt es keine Bautrockner mehr. Heute kommt Hilfe direkt aus einem früheren Katastrophengebiet, dem Ahrtal. Geräte, die dort nicht mehr gebraucht werden, können in Lilienthal genutzt werden. Wie cool!
Ja, wir mussten erstmal die ganzen Umleitungen hier. Es ist gerade nicht einfach bei uns, nee, aber ihr seid Schmerz gewohnt aus dem Ahrtal. Hi. Wir sind es schon gewohnt, ja. Oh, da muss man aufpassen, dass man hier anfängt zu heulen. Also, sehr cool. Ihr seid auf jeden Fall Helden für ganz Lilienthal. So viel sei euch gewiss. Ohne Bautrockner ist es einfach sauschwer, jetzt die Wände wirklich trocken zu kriegen. Insbesondere jetzt, wo es kalt ist und es droht, das Wasser die Wände zu sprengen und da Risse reinzukommen. So kann sich das Ahrtal in Niedersachsen, ja, oder ein Dankeschön sagen, dass ihr uns auch so schnell geholfen habt. Das ist, ja, da fehlen einem auch echt die Worte, so, ne? Ja. Wir können genau nachvollziehen, wie man sich hier fühlt mit dem Wasser und alleingelassen. Die erste Station der Bautrocknerlieferung, der Feltenhof, der Reiterhof von Iris Borchers. Der Weg zum Hof steht immer noch unter Wasser, ist nur mit Trecker erreichbar. Na gut. Hallo! Ich bin ja jetzt sogar keine Expertin, aber ich zeige dir mal die Bautrockner, die aus dem Ahrtal gekommen sind. Wir brauchen die in dem Haus meiner Mutter, was ja auch völlig überflutet war sozusagen, im Erdgeschoss alles. Und ja, wir haben das schon so weit entkernt, also Teppich ist raus, Tapeten, Möbel, es ist alles schon entsorgt sozusagen. In den Ställen helfen die Bautrockner nicht weiter. Die stehen immer noch unter Wasser. So, jetzt runter. Die Bautrockner werden wochenlang in den Häusern laufen. Das treibt die Stromkosten in die Höhe. Der regionale Energieversorger gibt deshalb 1.000 Euro Nachlass auf die Stromrechnung. 2 Kilometer weiter. Diese Straße in Lilienthal ist erst seit ein paar Tagen trocken. So ein Hochwasser habe hier noch keiner erlebt, sagen die Anwohner. Alles, was in Keller und Erdgeschoss stand, wurde durchweicht. So ein Schicksal schweißt zusammen. Jeder hilft jedem. Allein in dieser Straße Sperrmüll aus 20 Häusern. Eigentlich fahren wir Wildsperrmüll, das heißt Ablagerung woanders. Aber wir haben eben den Auftrag noch von der Kollegin, die hier war. Fahr mal bitte schnell hin, helf mal mit. Und dann haben wir abgebrochen und sind hier erstmal her. Dass wir mindestens hier erstmal ordentlich was wegkriegen. Auch Deiner Kuniger-Wendel bekommt zusätzliche Bautrockner. Wie fast alle in der Straße ist sie nicht gegen Hochwasser versichert. Ihr Haus ist auch noch nicht abbezahlt. Das sollte bis zu Renteneintritt abbezahlt werden. Und das war so mein Plan. Und das war auch alles gut kalkuliert. Und es war, ja, wäre alles gut gewesen, wenn jetzt nicht das Wasser kam. Oder? Ich könnt ihr noch ein bisschen mitnehmen? Ein bisschen! Ja, könnt ihr noch ein bisschen auf uns warten? Solange ich noch Platz habe, hau ich alles rein. Wie sie die Sanierung ihres Hauses bezahlen soll, weiß die alleinerziehende Mutter noch nicht. Umso dankbarer ist sie für die Hilfe. Können wir das so sagen? So, ganz, 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 ganz tolle Leute. Und ja, hier sind ja alle, hier sind Nachbarn, hier sind Arbeitskollegen, hier sind ja so Business-Kollegen. So, ja, das ist unglaublich. Ja, und groß und klein, alle packen mit. Ich weiß nicht, wie alt ist die älteste Dame, die hilft. Ich glaube, ja, 85, 86, ich weiß es nicht, auch älter. Also, alles ganz lieb. Zurück in Hagengrinden bei der Müllsammelaktion. Landwirt Heinrich Blume ist Jagdpächter in diesem Revier. Auch Tochter Lina ist Jägerin. Gemeinsam wollen sie sich einen Überblick über die Zahl der toten Wildtiere verschaffen. Wir suchen jetzt nach da hinten erstmal. Wir suchen jetzt verendete Rehe und Hasen. Die haben sich dann hier auf dem Weg aufgehalten. Und ja, das ist natürlich dann irgendwann auch vollgelaufen. Und dann sind die in die Hecke meistens getrieben. Deswegen suchen wir die Hecken jetzt ab, weil da in erster Linie das verendete Wild zu finden ist. Wir gucken mal. Hier ist schon was gesichtet, außer Müll. Nur ein paar Meter weiter, ein totes Reh im Gebüsch. Seit Tagen erhält Heinrich Blume ständig Meldungen von verendeten Tieren. Als das Wasser kam, konnten die Tiere kaum noch sichere Rückzugsorte finden. Der Großteil ihres Lebensraums war überflutet. Boah, riecht schon ein bisschen. Hier hinten ist auch gerade die Problematik, da haben wir einen Weg, der ist ein bisschen höher gelegen. Da haben sich auch ganz viele Hasen drauf geflüchtet und auch Rehe zum Beispiel.
Und das ist dann ganz zum Schluss erst vollgelaufen und die hatten dann keine weitere Zufluchtmöglichkeit, weil alles bis zum nächsten Hof war auch schon unter Wasser. Und gerade auch am Anfang, als der Weg nach Ethelsen noch frei war und dann ja, Passanten rübergekommen sind und dann einfach geguckt haben und sich das Wasser angucken wollten, auch mit Hund. Und das Wild wurde immer wieder ins Wasser getrieben und ist nicht zur Ruhe gekommen, ins kalte Wasser und total unruhig. Das, ja, dieser Hochwassertourismus, das muss dann auch nicht sein, wenn das Wild sowieso schon gestresst ist und keinen Zufluchtsort mehr hat. Insgesamt 32 tote Rehe und 89 Hasen finden sie allein in diesem Revier. Es wird Jahre dauern, bis sich der Bestand wieder erholt hat, sagen die Jäger. Da wird sich unsere Tätigkeit mehr auf die Hege konzentrieren, Biotoppflege, Neuanpflanzung machen, so ein paar kleine Ansaaten, dass sie auch dann für Rebhühner und dass sie ein bisschen was finden, so abwechslungsreiche Sachen. Dann machen wir ja viel Biolandwirtschaft, das ist ja auch dann vom Vorteil für die Artenvielfalt. Und eben nichts schießen, nicht? Das ist eben auch wichtig, dass man eben dann in der Zeit nicht jagt. Das haben wir uns aber ja auch seit Jahrzehnten immer schon auf die Fahne geschrieben, dass im Hochwasser wird nicht gejagt und dann erholt sich der Bestand dann eigentlich auch wieder. Zurück auf dem Reiterhof in Lilienthal. Iris Borchers und ihre Familie sind seit Tagen dabei, die Boxen und Stallgassen zu reinigen. Ein befreundeter Landwirt hilft mit seinen Maschinen, um das nasse Stroh aus dem Gebäude zu holen. Noch immer ist das Wasser nicht ganz verschwunden. Das ist echt Wahnsinn. Muss man sich wundern, weil es ja ganze Stroh ja eigentlich aufsaugt. Ne? Das ist noch echt Wasser behaftet. Und es fängt halt auch echt an zu stinken jetzt. Ne? Das ist echt eklig. Alle Einstellboxen für die Pferde sind betroffen. Ebenso die Reithalle, Außenplätze, Zäune, Weiden, Sattelkammer. Das Wasser war überall. Ja, wir haben dann im Prinzip so das gemacht, wo das Wasser eben am ehesten raus war aus dem Stall. Da haben wir dann angefangen zu misten und eben sauber zu machen. Und dann peu à peu pro Stall, immer wo wieder das Wasser dann weg war oder einigermaßen weg war, dann eben den nächsten. Und dieser hier war eben am schlimmsten betroffen. Zunächst hatten sie noch gehofft, den Stall mit Sandsäcken abdichten zu können. Doch innerhalb von wenigen Stunden stieg das Wasser um etwa 50 Zentimeter. Alle Tiere mussten raus, so schnell es ging. Iris Borchers rechnet mit gut 150.000 Euro Schaden. Eine Versicherung gegen Hochwasser hat sie nicht. Und ohne die Pensionspferde gibt es kaum Einnahmen. Doch es gibt Hoffnung. Nach den Dreharbeiten hat der Landtag Gelder für alle Geschädigte bereitgestellt. Gerade so, wenn man so vor so einem Berg steht und gar nicht weiß, wo soll man eigentlich anfangen. So am Anfang, da hat man gedacht, so Gott, schafft man das überhaupt und kriegt man das wieder hin? Aber dann haben wir uns hingesetzt und haben überlegt und haben gesagt, nee, es ist keine Option, irgendwie hinzuschmeißen. Wir machen wieder weiter, wollen wieder Pferde hier rein haben. Vor allem zwei Stuten sollen so schnell wie möglich wieder zurück. Es sind ihre eigenen Tiere und sie bekommen bald Fohlen. Doch nicht nur die Ställe sind betroffen, auch das Wohnhaus ihrer Mutter. Genau. Wenn man das mal eben gucken, wie es hier aussieht. Ja. Und, aber Licht geht wieder. Licht geht wieder. Wir haben ja seit Donnerstag wieder den Strom. Wie geht das mit den Bautrocknern? Läuft das gut. Die laufen sehr gut. Die sind ja aus dem Ahrtal, die, ne? Ja, da muss man gucken. Wie müssen wir das mit den Tapeten? Die müssen jetzt alle weg. Alles ab. Also die gehen auch so ab. Unten habe ich sie alle abgezogen, damit der Wasserstand mit den 30 cm, dass wir das alles weg haben. Ja. Dass das darunter trocknen kann, das war ja wichtig. Dass die Tür können wir noch mit rausnehmen auf den Container. Alles muss weg, die siehst du ja, alles kaputt. Im kompletten Erdgeschoss des Hauses von Annegret Stadtlander stand das Wasser. Und da ist hier hinten, wir vermuten, dass wir so ein bisschen Gefälle hatten,
Darum war das Wasser hier am höchsten und hat den größten Schaden angerichtet. Wir konnten ja erst 3 Tage gar nicht ins Haus oder 4 Tage und dann mit Warthose. Und dann haben wir erst nach einer Woche das alles entfernen können. Und dann waren die Möbeln, da war nichts mehr zu retten, schon schwarz. Annegret Stadtlander und ihr Mann haben den Feltenhof vor fast 30 Jahren gebaut und sich damit einen Lebenstraum erfüllt. Wird einem schon der Boden unter den Füßen weggezogen, ne? Wie ich das gesehen habe, die Stallgassen, die Reithalle. Da habe ich gedacht, nee, wir gehen hier weg, wir machen nichts mehr, nur noch weg. Aber dann diese Lebensgeschichte, die dahinter steht für uns alle, das hat uns alle sehr geprägt. Und wir haben hier wirklich unglaublich schöne Zeit gehabt. Man hängt hier natürlich immens dran, an allem. War ja auch immer alles so toll. Aber mit dieser Situation hat man halt nicht gerechnet. Annegret Stadtlander wohnt zurzeit in einer kleinen Wohnung bei Freunden. Verden an der Aller. Seit dem sogenannten Weihnachtshochwasser sind täglich 40 Mitarbeitende des Bauhofs der Stadt im Einsatz. Die Stadt ist hochwassererprobt. Doch die jüngsten Fluten überstiegen alle Prognosen. Inzwischen sind die Pegel der Aller wieder fast auf Normalstand zurückgegangen. Also wir konnten ja durch den Schnee und Frost noch gar keine Bestandsaufnahme machen so richtig eigentlich. Jetzt, wo das alles erst weg ist, kann man das erst eigentlich mal so feststellen, was da so eigentlich ist. Man muss es auch teilweise erst mal aufmachen und reingucken, was da auch passiert ist. Im historischen Fischerviertel hat das Wasser Baumstämme, Mülleimer und Plastik angeschwemmt. Derzeit räumt der Bauhof täglich auf. Während des Hochwassers waren alle Gassen gesperrt. Straßenwärter Christian Willembrock und Kollegen geben sie endlich wieder frei. Ich war ja einmal mit der Feuerwehr hier, einmal mit der Stadt Verden. Und hoch stand das Wasser hier. Also ich glaube, bis hierhin stand es auf jeden Fall. Tausende Sandsäcke schützten die Häuser. Die Altstadt war fast komplett unter Wasser. Normalerweise hat die Aller einen Pegel von 4 Metern. Zum Jahreswechsel waren es 6,70 Meter. Das Hochwasser hat vor allem das historische Pflaster in der kleinen Fischerstraße zerstört. Oh, das ist ja ganz schön abgesackt. Ja, das. Mal schon gucken, hier, was hier los ist. Ja. Stellenweise reiht sich hier Loch an Loch. Ja, das ist total unterspült. Alles, ne? Unterspült. Ja. Aber dass das dann auch doch in diesem Ausmaß passiert, hätte ich jetzt nicht unbedingt mit gerechnet. Also, dass es so viel ist. Ja, dass es so viel ist. Also Hochwasser kennt man ja so ein bisschen aus Pferden. Und das ist ja, aber dass es denn so doll war, was da teilweise weggeschwemmt wird, das stemmst du nicht mit meinem Radlader weg teilweise. Die Straßenreparatur wird sofort bemerkt. Ja, die machen das gut. Haben sie gleich geschafft, ja. Die Verdener Bürger, die waren auch überwiegend alle freundlich und hilfsbereit. Oh, die haben alle auch mal gleich gesagt, wenn ihr was trinken möchtet oder so, sagt Bescheid. Die haben uns Kaffee, auch mal Kekse hergebracht oder so. Also da muss ich echt sagen. Also. Da wurden wir schon verwöhnt, ne? Ja. Und dabei hatten sie selber viel zu tun und da haben sie sich trotzdem noch Zeit für genommen. Warte, was ist der? Das Team vom Bauhof hat seit Weihnachten hunderte Überstunden angesammelt. Man hat ja selber ein helfendes Herz. Wir sind beide in der Feuerwehr. Und wenn wir nicht schon orange da stehen, dann standen wir dann halt in der Feuerwehruniform. Also wir haben immer getauscht. Ne? Bis in Verden alle Straßen repariert sind, wird es noch Wochen dauern. Niedersachsenweit sind Straßenschäden bis zu 15 Millionen Euro entstanden, schätzt das Verkehrsministerium. In Hagengrinden an der Weser geht die Müllsammelaktion zu Ende. 3 Container voll mit Treibgut aller Art haben sie heute gesammelt. Landesweit hat das Hochwasser viel Müll auf Wiesen und Äcker verteilt. Rein rechtlich ist der Flächenbesitzer für die Entsorgung des Mülls zuständig. Doch in vielen Gemeinden wie auch hier stellt der örtliche Abfallentsorger Container zur Verfügung und übernimmt auch einen Großteil der Entsorgungskosten. Hella Bachmann ist 2. Ortsbürgermeisterin und hat die Aktion organisiert. Wahnsinn. Ja, traumhaft. Wir hatten das ja beobachtet,
dass hier überall so viel liegt. Aber wenn man das dann so sieht, dann ist das doch nochmal was anderes, ne? Wenn das so geballt. Vor allem, das ist so viel Arbeit. Und hier sind ja irgendwie über 100 Leute aus dem ganzen Ort gekommen und haben uns geholfen. Und das ist auch eine tolle Stimmung und eine tolle Atmosphäre, wenn da alle so mithelfen. Und wir sind da echt total dankbar. Klar ist, die Nachwirkungen des Hochwassers werden vor allem die Landwirte noch lange beschäftigen. Heinrich Blume rechnet mit einem Ernteausfall der Herbstsaaten. Ja, wir müssen jetzt erstmal warten, bis die Vegetation richtig einsetzt. Und dann kann man auch sehen, was gut geblieben ist und was nicht gut geblieben ist. Und wir rechnen aber damit, dass viel Schaden entstanden ist. Aber genau beziffern kann man es jetzt noch nicht. Der Landesbauernverband schätzt die Schäden auf den Feldern auf bis zu 400 Euro pro Hektar. Für Iris Borchers ist heute ein guter Tag, nach Wochen voller Sorgen und Ängste. Gerade hat sie ihre beiden trächtigen Stuten abgeholt. Jetzt regnet es ja auch schon wieder und ein bisschen mulmiges Gefühl hat man natürlich, dass es jetzt wieder steigt irgendwie. Ein bisschen Respekt hat man einfach jetzt vor Wasser bekommen nach dieser Situation. Aber trotzdem ist das gut, dass die Pferde jetzt wieder nach Hause kommen und wir mit dem Wasser jetzt leben müssen, was noch da ist. Wochenlang konnte man ihren Hof nur mit dem Trecker erreichen. Doch langsam sind die Wege und ersten Weiden wieder frei. Hast du? Ja, kannst machen. Kannst aufmachen. Die großen Ställe für die Pensionspferde sind immer noch unbenutzbar. Wände müssen noch abtrocknen, sie müssen vieles neu streichen. Aber Iris Borchers Stuten bekommen in wenigen Wochen ihre Fohlen. Deshalb war es ihr wichtig, dass sie so schnell wie möglich wieder zurück auf den heimischen Hof kommen. Ist gut. Dass sie jetzt eben halt hier wieder zu Hause ist und sich akklimatisieren kann und dass sie zur Ruhe kommen und das ist schon gut. Die ersten Boxen haben sie deshalb im Eiltempo wieder hergerichtet. Das macht es halt aus, dieses Pferde zittern und dass sie fressen, dieses Geräusch von Fressen und Heu, Stroh rascheln. Wenn man jetzt wieder Pferde hier hat und Leben wieder auf dem Hof hat, dann kriegt man so ein bisschen Aufschwung, alles richtig gemacht zu haben und jetzt doch weiterzumachen halt und den Hof wieder in Betriebnahme zu nehmen. Und ist gut. Das Weihnachtshochwasser hat Menschen und Natur in Niedersachsen hart getroffen. Viele werden noch Monate mit den Folgen kämpfen und gemeinsam anpacken und aufräumen.